Dieter Jarosch Profs bzw. Win Today Eishockey League. Dieter, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört oder wir hören auch heute noch das Thema Streaming. Ist aktuell in aller Munde. Ihr habt seit 2 Jahren ungefähr eure eigene Livestreaming-Plattform. Kannst du da ein erstes Fazit schon ziehen? Ja, natürlich sehr gerne. Also mittlerweile war es fast schon das 3. Jahr, begonnen in der Corona-Pandemie. Dadurch, dass keine Zuschauer mehr in die Halle konnten, haben wir das eigentlich aus der fast Not heraus gestartet, gemeinsam damals noch mit der Einwilligung von Sky, weil die Rechte damals dort waren. Und wie dann die Pandemie oder zumindest die Zuschauer wieder in die Halle zurückgekommen sind, haben wir gemerkt, dass das eigentlich sehr gut angenommen wird, sehr gut funktioniert und sind weiterhin auf diesen Zug draufgeblieben und wie gesagt, sind jetzt im 3. Jahr, haben sehr gute Zahlen und natürlich, es ist überwiegend ein Service für die Auswärtsfans, die halt nicht zu jedem Spiel reisen können. Wir haben ja sehr viele Spiele und von dem her ist es eine perfekte Ergänzung zu unserem Free-TV-Partner Puls4, aber auch natürlich ganz wichtig zum Stadionbesuch. Jetzt gerade schon Puls4 angesprochen, der Vertrag wurde verlängert, ihr habt jetzt seit 1 Jahr mit Win Today auch einen neuen Partner. Was macht die Eishockey-Liga oder den Eishockey attraktiv für Partner und Sponsoren? Ja, nachdem ich selber gespielt habe, es ist die geilste Sportart, aus Sicht der anderen, die nicht Eishockey gespielt haben, es ist einfach die zweitstärkste Teamsportart, es ist extrem schnell, es ist ein Erlebnis in der Halle, aber es funktioniert auch im Fernsehen. Und wir haben natürlich sehr viele Spiele über das Jahr gesehen. Man kann ja nie vorher sagen, wer wird Meister oder nicht, wie vielleicht in anderen Sportarten. Sieht man, wir haben immer wieder abwechselnd, ja, auch wenn jetzt Salzburg zum 2. Mal hintereinander Meister geworden ist. Aber ich glaube, in den letzten 8 Jahren haben wir 6 verschiedene Champions gehabt. Auch mit der Internationalität. Und von dem her funktioniert das eigentlich hervorragend. Natürlich auch Win Today ein sehr guter Partner. Aber grundsätzlich, jeder Hauptsponsor, der das ernst nimmt, war ein sehr guter Partner. Aber Win Today ist da nochmal vielleicht eine Spur mehr interessiert, das auch umzusetzen, zu monetarisieren, aber auch gemeinsam mit der Liga weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt heute schon öfters das Stichwort Digitalisierung auch gehört. Habt ihr da konkrete Themen in der Umsetzung? Habt ihr was in der Planung? Wie ist da der Stand? Ja, wie man sie immer wieder schon hört und wie ich auch seit Jahren versuche zu sagen, die Digitalisierung ist schon lange abgeschlossen. Wir tun jetzt entweder monetarisieren, medialisieren oder visualisieren, wie wir heute wieder gelernt haben. Und das klassische Fernsehen ist auch nicht tot, weil der Großteil wird nur immer über den Fernseher schauen und wenn der Fernseher nicht frei ist, dann schaue ich halt über Laptop, über Tablet, über Handy. Und das ist natürlich der richtige Weg. Ich glaube, Digitalisierung alt oder Medialisierung neu heißt, auf so vielen Kanälen wie möglich Bewegtbilder anzubieten. Egal, ob das jetzt davon 3 Sekunden oder bis 3 Stunden. Es gibt für alle Bereiche die Fans und Abnehmer. Und da muss man sozusagen in dem Markt, wo immer mehr gestreamt wird oder immer mehr Bewegtbild zur Verfügung stellt, einfach sich weiterentwickeln oder idealerweise ein Vorreiter sein. Wir sind jetzt heute hier bei Sport und Marke, Synonym für Sport und Wirtschaft. Wie wichtig ist diese Symbiose aus Sport und Wirtschaft aus deiner Sicht? Ja, ohne Wirtschaft kein Sport, aber auch der Sport ist für die Wirtschaft sehr wichtig, weil wir damit sehr viele Fans bewegen, die wiederum die Kunden der Unternehmen dann sind. Also von dem her ganz eine wichtige Symbiose. Natürlich gibt es auch in Österreich noch immer das Förderdasein, wobei gerade im Spitzensport ist es ein klassisches Sponsoring von Wirtschaftsunternehmen, die halt wie gesagt die Zielgruppe des Sports, der ja auch wichtig ist, es geht um Bewegung, es geht um Sozialisierung, es geht um Fans irgendwo hin zu bewegen und mit einer emotionalen Marke aufzuladen. Abschließend, wie wichtig sind auch solche Veranstaltungen oder solche Plattformen wie heute, wo die Branche zusammenkommt, um sich auszutauschen? Naja, nachdem es jetzt die Veranstaltung seit 10 Jahren gibt, extrem wichtig und man sieht auch, dass bis auf vielleicht das eine Corona-Jahr es immer sehr gut besucht ist, es eine sehr gute Mischung ist, immer sehr aktuelle Themen sind und mein Lieblingsthema ist immer, wenn ich hierher gehe, erspare ich mir die nächsten 3 Wochen Termine oder 15 Termine in der nächsten Zeit, weil man hier einfach in einem sehr angenehmen Umfeld auf der einen Seite neue
Ideen oder Vorträge bekommt, wo man was mitnehmen kann, aber gleichzeitig auch die Zeit dazwischen nutzt, um eben hier mit verschiedenen Partnern, Stakeholdern gemütlich etwas zu besprechen, was ja in der heutigen schnelllebigen Zeit gar nicht mehr so einfach ist, Termine nur zu bekommen und dann vielleicht wirklich mal in Ruhe 15, 20 Minuten gesondert darüber zu sprechen. Also weiter so und noch 10 Jahre. Spitze, vielen Dank.